Schon wieder relativ spät, aber heute wird es nicht so warm. UFC ist heute den ganzen Tag, fängt um 3:30 an, aber ich überlege mir, obwohl es jetzt schon fast 12 Uhr ist, kurz nochmal angeln zu gehen. Denn wenn ich den ganzen Tag dann wieder mit dem UFC verbringe, dann hänge ich wieder nur rum und das ist nicht gut. Also, ja, machen wir uns mal fertig und dann geht es eventuell zum Gewässer. So, ich bin auf dem Weg zum Oakdale Recreational Area. Wir haben bereits 2 Uhr. Also wesentlich später, als ich los wollte. Alles ist nicht ideal. Wir haben allerdings nur 130 Grad, was wesentlich kühler ist, 11 Grad kühler als die Tage zuvor. Aber bevor ich den ganzen Tag UFC gucke, wollte ich jetzt einfach mal raus. Ich habe auch nicht alles an Angelkram mit, aber einiges. Ein, zwei Barsche kann ich hoffentlich fangen, obwohl natürlich die Zeit, genau mit die Mittagszeit, natürlich auch nicht ideal. Naja, egal. Morgen ist der Plan, nochmal zum Fox Grove Park zu fahren. Denn da hatten wir ja das letzte Wochenende oder das Wochenende davor so viel Angelzeug gefunden. Das hat sich ja richtig gelohnt. Also zum Teil Lures, die 10, 11, 12 Dollar kosten und halt auch ideal für Stripe und so weiter sind. Gut, jetzt fahren wir zum Oakdale Recreation Area. Ich hoffe, die Mücken sind nicht allzu sehr am Start um die Mittagszeit, denn vor dem Campingtrip, die Mückenstiche machen mich noch wahnsinnig. Keine Wolke im Himmel natürlich, aber auch nicht viel Wind, was ziemlich gut ist. Also auf geht's. So, fast da, Benzin brauche ich schon wieder. Und natürlich geht es jetzt mit meinem fast staubfreien, aber sehr sauberen, überdurchschnittlich sauberen Auto auf die staubige, steinige Strecke des Parks. So dramatisch ist es nicht. So, das ist die erste Stelle, die ich ausprobieren werde. Und ich habe bereits einen Barsch gefangen. Ich blende mal ein Foto ein. Ein Riese war es nicht. Zweite Stelle. Das Wasser ist kristallklar und es ist wirklich windstill. Der Wasserstand ist auf jeden Fall niedriger, als es beim letzten Mal war. 10 cm oder so. Ist auf jeden Fall sehr viel Grün im Wasser. Aber gut. Schlecht ist es nicht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber genau da, ich weiß nicht, ob mein Finger, Wasserschildkröten gibt es hier überall. Also das sieht wirklich nicht gut aus. Der Wasserstand ist so niedrig, so viel Zeug im Wasser, ein komplettes Vorfach mit Haken, allem habe ich mir schon komplett abgerissen. Naja, jetzt versuche ich es mit dem Frog. Der sollte wenigstens durchs Gras gehen, ohne hängen zu bleiben. Mal sehen. Und ich warte immer noch auf meinen ersten Fisch auf dem Frog. Boah, ey, diese Suppe hier auf dem Wasser. Unglaublich. Aber da ist eine freie Stelle und da hatte ich gerade einen krassen Zugriff von dem Barsch. Allerdings konnte ich den nicht landen. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ich hoffe, man sieht es. Das letzte Mal, als ich hier war, war dieser Stamm komplett unter Wasser. Also von wegen 10 cm. Der Wasserstand ist mindestens 1 Meter tiefer. Wahnsinn. Schön ist es ja, aber so viel Kraut auf dem Wasser. Nee. Mittlerweile 20 nach 4, kein Fisch mehr. Außer den ersten Barsch im ersten Spot. Da ist ja wirklich so viel Gemüse auf dem Wasser, das ist unglaublich. Also Angeln ist wirklich schwierig. Ja, es angelt auch keiner, die sind eher zum Schwimmen und zum anderen Amüsieren hier. Von daher mache ich mich jetzt langsam auf den Weg nach Hause. Mal gucken, ob der ein oder andere Spot auf dem Weg nach draußen aus dem Park noch frei ist. Dann werde ich dann noch ein, zwei Casts machen. Aber nicht
allzu lange. Jetzt wird nämlich auch wieder warm. 31 Grad haben wir es hier. Mein Auto von außen natürlich wieder komplett staubig. Von innen geht es noch. Es sah auf jeden Fall besser aus, als bevor ich hierher kam. Ja, ich glaube, das bringt alles nichts. Zu warm, zu hell, zu früh. Schönes Angelloch da unten. Allerdings hier alles voller Dorn, alles voller Kraut, drei Wasserschildkröten. Vorfach ausgewechselt von 25 Pfund runter auf 15 Pfund. Zwei verschiedene andere Köder, also Wurmgrößen und Farben ausprobiert. Das bringt nichts mehr. Mittlerweile haben wir auch 5 Uhr, glaube ich, oder nach 5. Das heißt, UFC läuft seit 1,5 Stunden. Ich glaube, ich fahre jetzt nach Hause, schaue UFC und ziehe mir in das Eis rein. Ich glaube, das klingt nach einem guten Plan und nach einem schönen Abschluss des Samstags. Immerhin habe ich einen Fisch gefangen. Ansonsten wäre es ja schon wirklich total für die Katz gewesen. Ja, wenn dieses Kraut nicht überall wäre, dann wären das alles gute Angelstellen. Ja, und mein blitzblankes Auto, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, auch nicht mehr so blitzeblank. So, wieder zu Hause. Lien ist nicht daheim. Und das sind vielleicht bekloppte Dinger hier. Und der Typ unter uns grillt mal wieder. Und obwohl alles, die Schotten komplett dicht sind, zieht das hier wieder rein. Asche und Rauch. Man sieht es sogar. Naja, nicht so richtig. Oh, ich muss erst mal eine Dusche nehmen, denn meine Füße waren komplett sandig. Man sieht es nur noch ein bisschen. Ja, aber eigentlich nicht, dass ich Sandalen getragen habe. Braun und weiße Streifen. So, jetzt ist es Zeit für UFC. Oh, Video muss ich auch noch zusammenschneiden und hochladen. Mindestens eins. Das war mal ein geiles Co-Main-Event. Eins kommt noch. Und ja, das war... Das ging 15 Minuten nur boom boom, krass, sehr cool. Liane hat den Fischtank sauber gemacht. Das sieht wieder super schön aus. Das war nämlich total veralgt. Und es gibt nochmal frische Frikadellen. Also von Frikadellen kann man ja nicht genug haben. And you started to see him win. Tell me what was going on right there. I knew it hurt him. I knew he was dropping, he was dropping more. So then once you heard him, you hit him with that shot to the body, you saw him stagger, you hit him with this right hand. Tell me what. I'm done. I'm tired. I want to go home. Listen, Stipe, I want you to enjoy this. I know it took a long time for you to get this rematch. A lot of people counted you out. It's got to make this all this. Super spät bereits, aber so kühl wie schon seit Wochen nicht mehr. Abends oder nachts. Das wird eine angenehme Nacht. Aber in 3-4 Tagen geht das Spielchen von vorne los. In der knapp 40 Grad und nachts nur knapp unter 30. Und nicht unter 20 wie heute. Unter 20 Grad. Oh.